Ja, angenehm, Thomas Strobel. Ich sag's nur, weil ich bin ja der CDU-Vizechef von unserer Frau Dr. Merkel. Und gleichzeitig bin ich ja von unserem hochzuverehrenden Herrn Winfried Kretschmann der Koalitionskollege. Ich bin aber deswegen bei ihm nicht die Vertretung von unserer Frau Dr. Merkel, weil sonst wäre die Frau Merkel die Untergebene von Herrn Kretschmann, wenn ich gerade meine Vizetätigkeit nicht ausüben würde. Ich bin also praktisch von Herrn Kretschmann der Partner. Und da tut es nicht gut, wenn der Partner sich zu sehr einmischt. So wie sich auch Ihr Herr Sauer nicht einmischt bei seiner Frau Merkel. Ich bin also praktisch von unserem hochzuverehrenden Herrn Kretschmann seine Frau Sauer. Und da ist es sehr angenehm, wenn wir gemeinsam unterwegs sind in Regierungsgeschäften, gibt es für mich immer ein Damenprogramm. Im Rahmen dessen besuche ich heute die Matthias-Richtling-Show. Kommen Sie mit? Ja, vielen Dank. Und da nicht nur die Partner, sondern auch die Wähler nie dabei sein dürfen, wenn Politiker etwas unter sich auskungeln, willkommen auch zu Ihrem Damenprogramm mit Herrenbezug. Guten Abend in der Matthias-Richtling-Show, meine Damen und Herren. Wie Sie, bei der ganzen aktuellen Hauptkungelei in der Welt der neuen US-Politik werden aber auch deutsche Politiker immer mehr beschäftigt mit Nebenprogrammen, damit sie international nicht so viel reinquatschen können. So zum Beispiel auch unsere heutigen Gäste, Anton Hofreiter von den Grünen. Ja, 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 ja. Warum nicht? Ja, ja. Dann natürlich Pat und Patachon, wie heißen die? Winfried Kretschmann und Thomas Strobel eben. Joachim Gau. Ja. Ja. Aber auch Wladimir Putin. Und wir haben zusätzlich eingeladen Donald Trump, bei dem ja jeder zweite Satz ein Nebenprogramm ist, damit er sich ablenkt von sich selber. Und wie Sie, der gerade jetzt ins Amt kommt, wo wir Deutschen gerade einigermaßen zurechtkommen mit der Flüchtlingskrise, aber durch Trump ist natürlich eine viel größere Flüchtlingswelle, eine viel größere Flüchtlingswelle zu erwarten aus dem neuen Krisengebiet, aus Amerika. Come, I want to show you my new project. Ich habe so viel Building, New York Trump Tower, International Hotel, Grand Hyatt, but this is my new Errungenschaft, America. Ah, great deal, wonderful. Wie teuer war das? Oh, da war sehr preisenwert. Ah? Da war gehabt Ausschreibung, gesagt Wahlkampf, haben sie gesagt, ich habe bezahlt 150 Millionen. Oh. Aber billiger wie mein Hotel in Washington. America, das ist ein Schnäppchen für mich. Hast du keine Interesse im Konflikt mit deinen Geschäften? Nein? No, America, das ist mein Geschäft. Ah. America first. America ja. First. America first. Ja. First. Ja, deswegen, ja. Ich finde gut Brexit. Ah. England, das sollte bleiben in Europa. Was? Aber sollten rausgehen. Ich gehe auch raus aus Europa. Ich gehe raus aus NATO, ah. Überall raus. Ah. Oh. Ich habe auch Pläne zu gehen raus mit Russland aus die Welt überhaupt, sage ich dir. Aber ich komme mit. Oh. Die Welt, die nur schmarotzt von Amerika. Amerika soll immer sein, Weltpolizist für Freiheit und Demokratie. Ah. Mm, darunter, wir haben auch gelitten. Aber what? Freie Demokratie, das ist nichts wert, nichts zu teuer. Bringt keine Wertsteigerung, weg damit, sage ich dir. Weg but damit. That my words, this is my word. Amerika, freie Demokratie, da machst du keinen Deal. Und Europa, die wollen nichts bezahlen für Freiheit und Demokratie. Und no NATO. Ja, ja, ja. Aber wir bezahlen nicht. Ja, aber das ist die Weltordnung von Amerika. Das habt ihr geschaffen nach dem Weltkrieg. Das ist eure Weltordnung. Das ah, ihr, das sagt, ja. Wann Weltordnung wir geschaffen, da gehört uns. No. Ich habe gekauft Immobilie Amerika, der gehört mir, der kann ich machen platt. Weltordnung gehört mir, der kann ich machen platt, der macht eine neue Weltordnung. So. Na, sagst du mir mal, was sagst du mit Weltordnung mit Syrien zum Beispiel? Oh, no. Syrien, deine Eingreifen in Syrien, das war Katastrophe. What? Aber ich sage dir, du, ich habe Vertrauen zu dir, du machst großartig. Donald, du musst einmal aufpassen zu sagen, nicht das komplette Gegenteil in einen einzigen Satz, Donald. Was anderes sagen Gegenteil in einer Woche? Ich sage die Gegenteil in einem Satz. Damit die journalistischen Arschenlocher nicht sagen können, dass ich gesagt habe in einem Satz, was ich gesagt habe. Also was sagst du?
Nix, ich habe nichts gesagt. Du greifst mich an wegen Aleppo. Oh, no, 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 no. Doch. Ich greife dir nicht an. Du machst wonderful, aber ich greife dir an, weil du machst nicht schnell genug. Da machst du das, was Amerika historische Geschichte gemacht hat. Hiroshima. Eine Atombombe auf Aleppo. Da hast du sofort Ruhe und dann du kannst machen ein bisschen Schuldgefühl. Oh, sorry, tut mir leid. Oh, es passiert. Oh, und da hast du wundervolle Gedenktage. Great. Das ist ja. Die beste Sache an Ehe ist Versöhnung. So, je größer die Streit, je größer ist Versöhnung gewesen. Einmal Atombombe auf Aleppo und die Versöhnung, die wird gigantisch in die Welt, in die gigantische Versöhnung. So, wow, you. Vielleicht lässt der IS doch irgendwann mal ab vom Westen, wo er sieht, dass sogar Amerika jetzt seinen eigenen Extremisten hat. Und durch Trump fühlen sich auch in Deutschland Extremisten animiert und legitimiert, zum Beispiel zu sprechen vom Holocaust-Schandmal. Aber zumindest sind wir dadurch auf niederster Ebene Teil der Weltpolitik. Und wer Trump wirklich mehr Niveau entgegensetzen möchte als Höcke und Storch, dem bleibt im Grunde nur zu beten. Zumal wir ja in dieser neuen Zeit der amerikanischen Politik uns schon verlassen fühlen. Also nicht nur von Gott, nee, auch vom Vertreter der Deutschen auf Erden, von Joachim Gauck. Ich bin immer mit mir gegangen als ständiger Begleiter und habe mit mir geredet. Also das geht jetzt nicht. Liebe Gemeinnützige, liebe Deutsche, meine Reise als Ihr Bundespräsident Gauck in das Innerste der Deutschen soll nun zu Ende sein. Ich sehe, um weiterzufahren, ist nicht genügend Deutschland mehr da. Es ist nicht mehr groß genug in der Großherzigkeit. Es hat seine Grenzen dicht gemacht auf engem Raum. Die deutsche Teilung geht jetzt wieder durch die Rassen. Jedes Deutschland scheint dann mal zu Ende. Von jetzt an geht's zurück. In meiner Amtszeit fielen 25 Jahre Mauerfall, 25 Jahre deutsche Einheit, 70 Jahre Kriegsende. Um weiterzumachen, ist nicht mehr Geschichte genügend da, um sie zu feiern. Zumal die Deutschen gerade dabei sind, zu viel neue Geschichte zu produzieren, zu viel Gründe für neue Gedenktage, zu viel neue Schuld. Mit Verachtung der Armen, Zurückweisung der Flüchtigen, Versendung von Waffen, damit Schürung von Krisen und Kriegen. Und ich weiß, ich schweife ab, aber war das nicht immer Sinn und Sein meiner Tätigkeit als Ihr Bundespräsident, um einzutauchen in einem Meer von Ursachen, um da denen ganz nahe zu sein, die gerade im Mittelmeer versinken? Vielleicht bekommen es die Deutschen ja hin, dass die Flüchtigen von heute spüren, wenn wir ihnen schon nicht helfen können, heute, dass wir ihnen einstmals aus vollstem Herzen gedenken. Und so lasse ich es denn zu, dass Deutschland zurücktritt von mir. Gauck mit euch. Ich bin immer mit mir gegangen als ständiger Begleiter und habe mit mir geredet. Also das geht jetzt nicht, also da halte ich mal zurück. Und ja, eines tun die Flüchtlinge ganz bestimmt. Sie krempeln die Programme der politischen Parteien komplett um. Einen Vertreter grüner Ideale, seines konservativen Landeschefs, begrüßen wir jetzt in der Matthias-Riechling-Show, Thomas Strobel. Herr Strobel, guten Abend, bitteschön. Ah, nehmen Sie Platz, bitteschön. Guten Abend. Ja, ich begrüße Sie. Ja. Herr Strobel, Thema Sicherheit, Flüchtlinge, Krisen, Polizei, Silvester. Das wollen wir alles jetzt gleich besprechen. Ja, in der Reihenfolge, ja. Ja, also ich hatte mich nur vorbereitet auf ein Thema. Ja, auf welches denn bitte? Das habe ich mir noch nicht überlegt. Ja, wann wollten Sie das denn tun? Nachher in der Maske, wenn ich geschminkt werde für die Sendung. Aber wir sind doch schon auf Sendung. Jetzt schon? Ja.
Dann war das die Dame von der Maske. Dann war das Schminke, was sie mit meinem Gesicht gemacht hat. Vermutlich. Ach, ja, vermutlich, ja, wir sind mittendrin. Ach so, ja, Moment, muss ich mir noch mal die Haare machen vielleicht? Nee, nein. Und wo sitze ich dann? Da, wo Sie jetzt sitzen. Ach so, ist es vorteilhaft? Sehr vorteilhaft. Ja, also, und über was sprechen wir jetzt dann gleich? Über das Sicherheitskonzept. Herr Strobel, Sie haben ja als erster Maßnahmen angefordert, unbefristet Gefährder in Abschiebehaft zu nehmen. Die Terroristen. Sehr gut, also das unterstütze ich sofort. Das ist doch von Ihnen. Ach so. Ja, das darf ich aber nicht öffentlich sagen. Warum denn nicht? Weil ich dann Ärger bekomme mit meinem Parteivorsitzenden. Mit Frau Merkel bekommen Sie Ärger? Mit wem? Mit Frau Merkel. Nein, mit meinem Herrn Kretschmann. Weil der ist ja grün. Und die Grünen sind gegen solche radikalen Forderungen. Da kann ich Sie beruhigen. Da müssen Sie anhören, was Herr Anton Hofreiter dazu sagt. Ach so? Der fordert Fußfessel noch lange bevor Herr de Maizière sie jetzt umgesetzt hat. Ah, das hat er von mir abgeschrieben. Ach so, da können wir ihn mal fragen. Wieso? Weil er uns zugeschaltet ist. Ah, Moment, muss ich mir noch mal die Haare machen? Nein. Sie sind gleich sowieso nicht im Bild. Lass es gut sein. Schade. Ist egal. Ich komme zu Ihnen zurück. Sofort. Warten Sie einen Moment. Herr Hofreiter ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Hofreiter. Herr Hofreiter. Herr Hofreiter. Schön wieder. Ja, genau. Herr Hofreiter, schönen guten Abend, Herr Hofreiter. Ja, ich schon recht. Ja, Herr Hofreiter, Thema Köln, Silvester überschattet ja Trump und Brexit sogar. Wie ist das möglich? Hängt aber weltpolitisch insofern zusammen, als wir noch mehr gefährliche Immigranten befürchten müssen, weil der Herr Trump und die Frau May keine Leute mehr bei sich reinlassen. Das heißt, wir brauchen in Zukunft nicht nur eine Rundumüberwachung für gefährliche Immigranten, sondern halt auch für Trump und May. Ja, ja, aber früher haben ja die Grünen Rundumüberwachung für die Polizei gefordert, damit der Bürger geschützt wird vor zu viel Staat, vor zu viel Überwachung. Das war ja das Thema der Grünen früher. Ja, waren die Grünen halt allmählich einmal mitbekommen, dass die Gefahren, die von Köln und von Silvester ausgehen, auch grüne Frauen betroffen haben. Ja, trotzdem hat ja Simone Peter die Polizei in Köln erstmal kritisiert, weil die Leute nur kontrolliert hat wegen ihres Aussehens. Das war ja der Kritikpunkt. Ich vermute ja, dass die Simone Peter nur angepisst war, weil die kräftigen Polizisten sie nicht auch gescheit drangenommen haben. Also, Sie kritisieren Frau Peter sozusagen? Nein, weil die Simone hat halt nur die Rechtmäßigkeit des Vorganges angezweifelt und hinterfragt. Aber sie hat ja die Frage nicht beantwortet, ja? Weil die Simone Peter überhaupt ja nie Antworten gibt. Aha, sie hat einen riesen Shitstorm ausgelöst im Netz, ja? Ja, ja, wer die Simone Peter hat, braucht halt für den Schaden nicht zu sorgen. Und ihr Schaden ist halt, dass sie die innere Sicherheit von Deutschland zu einem springenden Punkt gemacht hat für die innere Unsicherheit der Grünen. Aha. Und die fängt da an, wo wir nicht mehr mitbekommen, was es an gesellschaftlichen Entwicklungen in der Gesellschaft gibt. Es gibt ja heute noch Leute, die nach 100 Jahren noch an der Monarchie festhalten. Und die Simone Peter ist auch dermaßen verfranst in den alten grünen Vorstellungen und Planspielen, dass sie nicht anders denken kann. Aber ich kenne das von meiner Oma, die mit über 90 Jahren immer noch träumt von der Gemütlichkeit des Kalten Krieges und immer noch sagt, wir brauchen wieder Trümmerfrauen. Ja, Simone Peter ist aber keine 90. Ja, also Simone Peter ist halt ihrer Zeit weit voraus. Ups. Was ist denn? Ja. Ach so. Ja. Wenn ich kurz dran käme, könnte ich schnell was sagen, wenn ich was sagen kann. Ach so, ja, Herr Strobel, was gibt es denn? Ja, mir ist gerade eingefallen, dass die unkontrollierte Kontrolle von aggressiven Mutanten, Migranten, die Simone Peter einklagt, dass die sinnvoll sein könnte, weil sie die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer ja veranlassen könnten, gar keine Migranten mehr rauszulassen, weil sie Deutschland als sicheres Herkunftsland ja vielleicht gar nicht mehr akzeptieren können. Wenn Sie es nicht brauchen, ich kann es auch woanders. Nein, das war sehr, sehr originell. Und da haben Sie Einigkeit mit Ihrem Herrn Kretschmann erzielt darüber, was Sie gerade gesagt haben? Ja, er war sich mit sich einig. Und Sie haben ihm zugestimmt? Sie haben ihm komme ich meistens nicht dazu. Ach, das tut mir leid, da kann man nichts ändern. Das tut mir sehr leid. Naja, da kann man nichts ändern. Sehr verehrte Mitbürger, sehr verehrte Deutsche. Ja gut, als sind Sie fertig. Herr Kretschmann. Ach, Sie sind das. Ja, komm, also gut, also. Wenn man jemand nicht erkennt, dann sind doch Sie das, gell? Deswegen sage ich es ja gerade. Sehr verehrte Deutsche. Ja gut, also sind Sie fertig. Ich habe doch gerade erst angefangen. Sie haben doch gerade gesagt, Sie verehren die Deutschen. Was soll denn da noch kommen? Da ist doch alles gesagt.
Ja, die Bewältigung der Flüchtlingskrise, der Berliner Anschlag, Sicherheitsfragen, das gehört doch alles damit hinein. Ja, das haben Sie alles haarklein ausgesprochen mit dem Satz, Sie verehren die Deutschen. Also, knapper kann man es doch nicht sagen. Ja, dann kann ich ja gehen. Nein, Moment, ich brauche Sie noch als Statist. Danke. Also, ja gut, also, liebe flüchtige Mitbürger, mit Erstaunen haben wir Grünen festgestellt, dass also der Terror jetzt auch in Deutschland und Berlin stattfinden kann. Und deswegen haben wir Grüne uns entschlossen, jetzt auch gefährliche Migranten oder Flüchtlinge abzuschieben oder sie gegebenenfalls zu versehen mit Fußfesseln. Damit und deswegen sind wir dankbar für den Anschlag von Berlin, weil nach deutschem Recht ein Mord erst begangen werden muss, damit man ihn strafrechtlich auch verfolgen und ahnden kann. Ja gut, also müssen zugeben, solange dieser Amri Mord und Attentat nur geplant hat, fällt es halt in Gottes Namen in einer Demokratie unter den Oberbegriff Gedankenfreiheit und es kann natürlich auch manches Mal eine Fake News sein. Was ist das denn eigentlich? Ja gut, also in meiner Regierung werden Sie das. Und was wäre ich denn? Ja gut, also nach der neuen Gesetzesvorlage zu Fake News würde ich bestraft, weil ich Sie in die Welt gesetzt habe. Ja, aber was soll das denn bedeuten? Ich wäre eine Fake News. Ja gut, also Sie können nicht echt sein. Also Entschuldigung, das ist Naturhaar. Ah, Herr Hofreiter, zurück zur grünen Politik. Die Urwahl zum künftigen Vorsitzenden hat ja die Fundis ausgesiebt. Sie sind's ja nicht geworden. Ja, das ist mir unerklärlich. Ja, vielleicht, weil die Realpolitik bei der Basis endlich angekommen ist. Kann das sein? Ach, so viel Intelligenz traut der Basis gar nicht so. Oh. Die Basis ist ja reine Masse. Ja? Und die Masse schaut ja nur auf Äußerlichkeiten. Also Sie waren der Masse nicht schön genug, sozusagen. Ja? Na, wir haben halt den Fehler gemacht, dass wir die Frau, die ja von Geburt a priori erst einmal nur reine Äußerlichkeit ist, dass wir die Frau vollgefüllt haben mit dem Inhalt der Frauenquote. Ja? Ah, die Basis als breite Masse gesehen, aha, die Katrin Göring-Eckardt ist gesetzt, Frauenquote erfüllt, jetzt müssen wir halt unbedingt einen Mann nehmen. Wäre es nur gegangen nach der Frau als inhaltslose Hülle, als Kauferbild, da hätte ich doch die besten Chancen gehabt. Oder warum glauben Sie, lasse ich mir seit jahrelang ein Haar wachsen? Was das für ein Aufwand ist. Jeden Morgen waschen, legen, drapieren, strähnen, föhnen etc. und alles für nichts und wieder nichts. Ja, aber Göring-Eckardt war die einzige Frau. Wäre sie mitzuwählen gewesen, wäre sie vielleicht nicht gewählt worden, dann wäre überhaupt keine Frau im Vorsitz. Und was wäre dann gewesen? Ja, das ist eine Sauerei. So. Dass es bei den Grünen auch nicht einmal zwei männliche Vorsitzende geben kann, nur weil einer von beiden keine Frau ist. Es ist eben grüne Gleichberechtigung. Ein Scheiß ist es. Wir wollten die Frauen gleichstellen und was haben wir davon? Sie dominieren uns und ich stehe auf der Straße. Aha, und jetzt? Und jetzt und jetzt. Die Frauen und der Versuch, mit ihnen gleichzuziehen, haben uns auch an den Scheideweg gebracht. Ich schneide mir jetzt die Haare ab. Es bringt ja nichts. Und wenn wir Grünen schon mit Winfried Kretschmann zur Reinkarnation der Bürgerlichkeit werden, ja, dann sollten wir konsequenterweise auch zurückkommen zu den urchristlichen Vorstellungen von der Frau am Herd. Also urchristlich, so wahr in Gott helfe, oder wollen Sie sagen? Ah, es reicht der Bundespräsident. Gut. Liebe Mitbürgerliche, die schönen Tage von Joachim Gauck sind nun zu Ende. Denn Deutschland verliert sich im Räderwerk der Unzusammenhänge und sieht nicht mehr das große Ganze.
Da sind wir in Sorge wegen der Flüchtlinge zum Beispiel, aber quälen gleichzeitig die Bauern mit billiger Milch, weil wir wissen, dass die nicht flüchten können und sehen nicht den Überbau. Warum sollten wir auch teure Milch bezahlen, wo jeder Dritte die Milchstraße nicht mehr sehen kann am Firmament? Weil künstliche Beleuchtung das Sternenband überstrahlt. Und diese Himmelsblindheit überträgt sich natürlich auf die Sicht der Deutschen, auf ihre Ernährung. In der Römerzeit gab es Mett und sauren Wein. Muss ich mehr sagen. Dazu kommt, dass es LED-Lampen gibt in der Straßenbeleuchtung, die den Himmel stärker, dreimal stärker erleuchten als herkömmliche Straßenbeleuchtung. Würden wir das LED zurückfahren, hätten wir dann einen unverstellteren Blick auf die billige Milch und die Qual der Bauern? So wie die Grenzenlosigkeit des Weltalls einen unverstellteren Blick geben sollte auf die Visafreiheit der AfD in die Landtage, von wo aus sie die Menschen einfangen. Ich habe auch die Menschen gefischt, aber ich habe ihnen gesagt, ausnehmen und verzehren müsst ihr euch selber. Denn was immer es gab an Flüchtlingskrise, Europa, amerikanischer Präsidentschaft, ich habe euch immer erinnert an euch. Ich habe euch stets die Gegenwart zurechtgeredet, damit ihr euch nicht verliert und verzweifelt im großen Wust der Unbeweglichkeit. Ich war immer euer Sommerloch. Und der Wust der großen Unbeweglichkeit ist ja nicht immer nur Gott gegeben. Ach nein. Nein. Die Schneemassen in Italien, das verschüttete Hotel, das konnte der Mensch nicht verhindern. Nein, das stimmt. Hier sehen Sie, aber das politische Erdbeben und die lawinenartig verschütteten Handelswege zu alten Partnern, das hat der Mensch selbst ausgelöst. Richtig, ja. Ja, ja. Wen meinen Sie da? Ich meine Naturkatastrophe Trump, meine ich. Ach, Sie meinen, ja. Ach, das haben Sie wunderbar ausgedrückt, jetzt schön. Dankeschön, ja. Wollen Sie auch was zu Trump sagen? Gerne, aber ich sollte noch mal in die Maske zum Abpudern vielleicht. So viel Zeit ist nicht. So viel Zeit dann gehe ich noch mal schnell für kleine Mädchen. Nein, bitte, Herr bitte. Mhm. Oh, Vladimir, da, you see my new Immobilia America. Ich habe ein wunderbares Leben gehabt, ich hätte nicht gebraucht, aber wenn du bist Präsident von Amerika, ich bin Präsident von Amerika, greatest President from America, from ever. Und da musst du, als alle, du musst ein bisschen in Weiße Haus, aber das ist alles ganz anders. Wenn du bist in die Weiße Haus, da guckst du raus. Die Weiße Haus von außen ist komplett weiß. Ich bin gewohnt, dass alles ist golden. Ich mache nur noch Urlaub in die Weiße Haus, ich werde alles weiß machen. Great. Donald, du weißt, das hättest du nicht geschafft ohne meine Mithilfe. Ja, yeah, I know. Deinen Hacker, der waren großartig. Die haben Amerika umgeflugt. Du bist meine Marionette, sagt man. No, ich bin dein Filiale. Mein Homunculus, sagt man. So? When you say Homunculus, da weißt du, die Homunculus, der war am Ende größer wie der Schöpfer. Oh. Da kriegst du nicht mehr in die Flasche. Da musst du aufpassen. Irgendwann du wirst sagen, oh, warum habe ich die Trump herausgelassen aus der Flasche? Ah, warum habe ich die rausgelassen? Ah, Donald. Du musst einmal aufpassen, nicht dauernd zu imitieren Behinderten. No, ich mache immer so, wenn ich zitiere, Leute sind gegen mich. Ach so, dann ist taktlos zu sagen, du imitierst Behinderte, wo du nur imitierst dich selber. So, by the way, do you have the sex video? Oh ja, ich gebe dir. No copy, no? Not yet. What is that? Hm. What, this is only... What? Unbrauchbar, du siehst nur Doggy-Stil. Yeah, du siehst nur Arschenbacken, riesen Arschen. Hm. Das sind nicht meine Arschenbacken, sind nicht meine Arschenbacken. Das bin nicht ich. That's not me. Nee, das ist Angela Merkel. Oh. Sie ist nicht einmal zu verwenden für ein Sexvideo. Ja.
Herr Strobel. Ja, ich bin da. Ja, glauben Sie auch, dass die Wahl von Trump beeinflusst wurde von den Russen? Glaub. Ja, selbstverständlich. Das war bei der Landtagswahl 2016 in Baden-Württemberg ganz genauso. Da hat ja der Herr Kretschmann gewonnen. Das haben die Russen beeinflusst? Nein, nein, aber von einer vergleichbaren Größe im deutschen Politikgeschäft. Aha, und wer? Von der CDU. Von Ihnen? Ja, ja. Ach, was? Ja, warum haben Sie die Wahl nicht so beeinflusst, dass Sie Ministerpräsident jetzt sind? Das also, nein, das wäre taktisch nicht sinnvoll gewesen. Weil für eigene radikale Ideen wird man ja immer geschlagen in der Öffentlichkeit. Ach so, und deswegen ist Kretschmann jetzt Ministerpräsident, oder wie? Weil er dann geschlagen wird, wenn man mit ihm am besten konservative Politik der CDU umsetzen kann. Sie verstehen? Ja gut, also, sehr verehrte Mitbürger. Darf ich? Nein, bitte, Sie können später sauber machen. Ja, aber auch nicht abräumen, das Glas brauche ich noch. Nein, aber ich bin doch... Ja? Strobel. Ach, Sie sind das. Ja gut, also, wenn Sie nach Hause wollen, dürfen Sie das Glas gerne mitnehmen. Aufwischen können Sie ja dann morgen. Danke. Also, sehr verehrte Mitbürger. Ja gut, also, sehr verehrte Mitbürger. In Zeiten der Veränderung grüner Ideale haben wir uns also jetzt entschlossen, verdächtige und gefährliche Immigranten oder Flüchtlinge auszuweisen, was natürlich ein Problem ist, weil AfD oder Pegida oder NPD das als Erfolg für sich verbuchen können, was für die natürlich ein Problem ist, weil sie dadurch weniger Grund haben für ihre Proteste, was für uns natürlich ein Problem ist, weil sie dadurch so unbedeutend werden, dass sie nicht mehr verboten werden können. Und ach, übrigens, ich habe gerade gelesen, die NPD kann nicht verboten werden. Ja gut, also ab davon schwätze ich ja gerade. So. Also Verfassungsgericht sagt also, die NPD kann nicht verboten werden, weil diese NPD zu schwach ist und ihr Hass die Gesellschaft nicht verändert. Und ja, aber was machen wir denn jetzt dann? Ach, Mädle. Ja gut, also. Wenn das Verfassungsgericht sagt, dass diese NPD nicht das Potenzial hat, ihre Ziele zu erreichen, dann müssen wir halt unsere Realpolitik so verändern, dass die NPD die Chance bekommt, erfolgreich zu sein und Asylheime anzuzünden. Oder das Volk zu verhetzen, das gelingt nur mit mehr Flüchtlingen, mit mehr Sozialleistungen für Flüchtlinge, mit Bevorzugung der Flüchtlinge, so lange, bis Rassismus und Ausländerfeindlichkeit so stark werden, dass die NPD stark genug ist, damit das Verfassungsgericht endlich kapiert, dass mit der NPD auch AfD und Pegida gleich mitverboten werden können. Ja, Herr Strobel, mehr ist wirklich nicht zu sagen. Danke für Ihren Besuch. Auf Wiedersehen bis zum nächsten. Ja, vielen Dank. Bitte schön. Ach, also jetzt erst einmal eine Zigarette. Gerne, Herr Strobel. Alles Gute, auf Wiedersehen. Und meine Damen und Herren, das war, um noch einmal darauf zurückzukommen, die wahre Kunst von Joachim Gauck. Man spürte nicht nur, wenn er nicht da war, man spürte auch, wenn er da war. Und wenn er was sagte und wenn er nichts sagte, spürte man es eben auch. Das ist der Unterschied zu Trump. Der spürt seine Wähler nicht mal mehr, wenn sie nichts sagen. Im Wahlkampf stand doch bei einer Rede von Trump eine Muslimin auf und blieb stumm. Trump hat sie rausgeschmissen, weil sie da stand und geschwiegen hat. Und er war empört darüber, dass sie sich nicht mal entschuldigte dafür, dass er sie rausgeschmissen hat. Moderne Politik hört nicht mal mehr zu, wenn andere schweigen. Na, guten Abend.